Herzlich willkommen zurück bei uns auf der Mainstage. Wir hatten gestern das Thema Leadership und wie sich das vielleicht verändern muss und agiler werden muss und auch mehr, nicht basisdemokratisch, aber zumindest mehr auf Augenhöhe, um Hochschulen in die Zukunft zu führen. Jetzt geht es nicht genau um das Thema, aber wir haben sozusagen das Leadership zu Gast auf der Bühne. Wir haben nämlich Professorin Monika Groß, die HRK-Vizepräsidentin für Digitalisierung, zu Gast, die ein bisschen darüber berichten wird, wenn es um das Thema Digitalisierung geht, was denn da die aktuellen Fokusthemen sind im HRK, welche politischen Forderungen es auch gibt, zum Beispiel dann hoffentlich an eine baldige, zukünftige Regierung. Und wird auch das ein oder andere Thema aufgreifen, was wir heute hier auf der Bühne schon hatten, zum Beispiel die Barrierefreiheit im vorletzten Vortrag und auch noch das ein oder andere Thema referenzieren, denn sie hat sehr aufmerksam teilgenommen, hat sie mir schon verraten, war gestern mit an Bord, heute Morgen schon. Ich freue mich drauf. Ja, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier die Möglichkeit habe, vorzustellen und einen Beitrag zu diesem wirklich ganz fantastischen Festival zu tun, denn ich habe gestern, wie schon gesagt, das mitverfolgt und mir eine ganze Reihe von Beiträgen angehört und war ganz beeindruckt, auch von der Organisation. Also mein Lob auch an all die Organisatorinnen und Organisatoren, die hier mit am Werke sind, denn das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Glückwunsch. Das freut uns. Ich gebe es gerne weiter und freue mich vor allem auch auf Ihren Input. Der Bildschirm gehört Ihnen. Ja, vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte kurz darüber berichten, was wir im vergangenen Jahr aus dem Momentum, welches ja die Corona-Pandemie in die Hochschulen gebracht haben, versucht haben rauszuziehen und auch klarzumachen, wo geht die Reise weiterhin. Das heißt, ich möchte zum einen die beiden Punkte umdrehen, erst mal kurz auf die Forderungen eingehen, die wir ganz klar eigentlich artikulieren müssen und getan haben und im zweiten eben auf den neuen Arbeitsschwerpunkt eingehen. Das fand ich ganz fantastisch, dass Herr Professor Zimmermann heute Vormittag da zu sprechen konnte. Ja, wir haben eine Forderung im Juni in der HRK-Senatssitzung aufgestellt über eine Digitalisierungspauschale und dazu möchte ich vorab erstmal herleiten, wie sind wir dazu gekommen? Wie kann man denn eine solche Forderung überhaupt erheben? Und auch gestern wurden ja eine Reihe von Studien vorgestellt. Eine zum Beispiel ist die aus dem letzten Jahr vom Hochschulforum für Digitalisierung. Da muss man ganz klar sagen, das hat schon mal einen ganz hervorragenden Blick darauf geworfen, was die Studierenden, die in diesem Changemaker-Prozess mit dabei sind, herauskristallisiert haben. Wo brauchen Studierende andere Bedingungen in dieser Digitalisierung? Das ist zum einen die Prozesse und die Organisation. Also es geht nicht nur um die digitale Lehre, sondern um das Drumherum. Ganz klar werden viele Eigenschaften von digitalen Tools von allen Studierenden bedeutsam erachtet. Sie wollen natürlich, dass alles funktioniert. Sie wollen übersichtlich. Sie wollen aber auch den Schutz ihrer persönlichen Daten. Und deswegen ist der Rückgriff auf private Dienste nicht sehr willkommen bei den Studierenden. Ganz verständlich. Und dass natürlich der Schutz der persönlichen Daten eine hohe Bedeutung hat. Interessante weitere Hinweis war, dass nur jede zweite Studierende bei der Mitgestaltung der Digitalisierung in Studiumlehre dazu beitragen möchte oder auch nur die Gelegenheit hat. Und die Studie sagte, die männlichen Studierenden wollten eher mitgestalten als die weiblichen. Ich kann sagen, meine persönliche Erfahrung aus dem letzten Jahr war so nicht. Wir haben sehr viele Studentinnen gehabt, die sich dazu bereit erklärt haben, uns zu unterstützen. Also von daher gibt auch andere Erfahrungen. Dann hat diese Befragung, die jetzt nicht nur auf die Studierenden, sondern auch auf Lehrende und Mitarbeitende ausgerichtet war, vom HIS-HE,
klar gemacht, dass für die Studierenden es toll war, dass sie plötzlich zeitlich, örtlich flexibel waren. Das waren die größten Vorzüge, aber die Selbstmotivation, das haben wir schon vielfach gehört, die Studienorganisation war eher schwer. Und daraus ergibt sich, das kann man hier auf der Folie sehen, dass wir ganz klar gesehen haben, nicht nur die kommunikativen, die technischen Unterstützungsdienste müssen ausgebaut werden, auch die soziale. Wir brauchen natürlich viel bessere Rahmenbedingungen für Supporteinrichtungen, die auch auf die persönlichen Probleme, Bedarfe der Studierenden, aber auch der Lehrenden eingehen können. Das ist also ganz wichtig. Die Lehrenden hatten erstmal die Herausforderung, mit der digitalen Infrastruktur. Das war zumindest im Sommer 2020 natürlich heftig. Es war ein extrem hoher Druck. Und da muss ich sagen, dass die Hochschulen dort wirklich gut gearbeitet haben. Und mein Kompliment geht, ich selber habe auch gelehrt und habe mit feststellen müssen, wie anstrengend es war, gerade an die Professorinnen und Professoren der HAW, der Hochschule für angewandte Wissenschaften, denn 18 SWS, Lehrbelastung und das plötzlich digital zu machen, ist was ganz anderes, als was an den Universitäten gefordert ist. Das muss man sich einfach auch mal klar machen. Ich werde nachher auf die neue Studie von HIS-HE, die gestern vorgestellt worden ist, von Frau Lübcke und Frau Bog noch mal eingehen, denn das fand ich eine ganz fantastische Ergänzung zu dem, was wir gemacht haben. Als drittes hat die Hochschule, die Universität Hildesheim, eine Studie gemacht. Viele einzelne Hochschulen haben auch ihre eigenen Befragungen gemacht, auch meine eigene Hochschule, die Berliner Hochschule für Technik hier, und hat eben, wie ich eben schon sagte, gesagt, nicht nur die Infrastruktur muss erweitert werden, wir brauchen die Beratungsdienstleistungen, wir brauchen mehr personelle Kapazitäten in diesem Bereich. Gut, es wurde kritisiert, dass dieses schnelle Umstellen auf dieses Emergency Remote Teaching nicht so gut gelungen ist in allen Fällen, aber Leute, versucht das mal in der Kürze der Zeit auf die Beine zu stellen. Das war sicher nicht einfach. Und was sich auch herausgestellt hat, waren diese Spielregeln bei Online-Veranstaltungen. Wie kann man das besser machen? Muss sagen, ist mir auch nicht immer ganz gut gelungen. Interessant wird sein, wie der Vergleich zwischen den Studien vom vergangenen Jahr zu diesem Jahr gelungen ist. Meine eigene Hochschule hat das auch bei den Studierenden gemacht und zumindest war die Antworten, wo die Studierenden sich nicht so gut gefühlt haben, es waren über 30% im ersten Semester, im Sommer, ist in diesem auf 20 runtergegangen. Also ich meine, es macht sich was, aber es ist noch nicht optimal. Aber was fordert jetzt die HRK daraus? Das ist ja die große Frage. Wir haben diese Digitalisierungspauschale in der Arbeitsgruppe eben ab dem Winter 2020/2021 entwickelt in meiner Kommission und sind dabei auf eine Grundsumme, die von der Expertenkommission für Forschung und Entwicklung aufgestellt worden ist, auf diese 92 Euro pro Studie kommen. Das kann man dann ja bei 2,9 Millionen Studierende hochrechnen. Und was wirklich gut war, und es ist auch im HRK-Senat so angenommen worden, alle Hochschulen brauchen einen erheblichen Sockelbetrag, denn überlegen Sie mal, Sie haben eine kleine Hochschule, Sie haben 3.000 Studierende, 5.000, auch 10, und Sie sollen genau das Gleiche machen wie die großen Universitäten. Da ist die personelle Kapazität überhaupt nicht vorhanden. Und von daher muss es eben einen Sockelbetrag geben, mit denen auch die kleinen Hochschulen was anfangen können. Und dann haben wir gesagt, es gibt so drei Bereiche, wo wir denken, so können wir das unterteilen. Und wir haben gesagt, 40% digitales Lehren und Lernen und die anderen beiden Bereiche jeweils 20%. Und da muss ich sagen, fand ich eben das Ergebnis der HIS-Studie von gestern fantastisch, dass eben Frau Lübcke und Frau Bog sagten, nach ihrer Befragung der Hochschulleitungen in diesem
2021 Sommersemester sagen eben 84% der Lehrformate müssen pandemiebedingt verändert werden. Dann der nächste Punkt mit knapp 80% die technisch-didaktischen Supportangebote und dann nach die Infrastruktur. Also wir haben genau diese drei Bereiche auch aufgeschlüsselt und jetzt sehen Sie hier, das können Sie dann ja ab morgen werden die Folien, soweit ich weiß, reingestellt, nachgucken. Und ich möchte hier nur auf ein paar Punkte eingehen. Wir haben, wenn Sie die alle drei miteinander vergleichen, kann man sagen, das gehört aber an diese Seite oder an jene Seite. Das ist sicher richtig. Da muss man einfach sehen, dass jede Hochschule auch anders organisiert ist. Und von daher kann man diese Position ein bisschen durchaus verschieben. Mir ist hier wichtig, dass wir auf einen Punkt zukünftig viel stärker achten, nämlich die individuelle digitale Souveränität muss gefördert werden. Denn sonst bleiben wir eigentlich stecken. Wir haben sonst eher Probleme, dass die Studierenden nicht wirklich gut selber entscheiden können und auch die Lehrenden manchmal, mit welchen Mitteln sie umgehen. Und ein in meinen Augen extrem wichtiger Bereich ist, dass wir das Personal nicht nur für die Infrastrukturen haben, sondern wir brauchen didaktischen Support. Die Lehrenden können alle diese neuen Methoden nicht so ohne weiteres umsetzen. Sie brauchen Weiterbildung und da das nicht jede Hochschule für sich organisieren kann, das ist das Problem, sagen wir, es muss in Kooperation geschehen. Und viele Bundesländer haben sowas natürlich auch schon auf dem Schirm. Wenn ich in die lehrunterstützenden Dienste gucke, dann haben wir hier auch wieder die digitale Souveränität, aber in dem Fall institutionell. Da sind wir auch dabei, die Hochschulen zu unterstützen und dass wir sagen, das Personal für die Sachmittel für Entwicklung, Bereitstellung und so weiter, das muss ja ganz andere Voraussetzungen mitbringen und hier, sage ich mal ganz ehrlich, müssen auch Tarifverträge verändert werden, denn sonst bekommen wir Hochschulen nicht das Personal mit den Geldern oder Ausstattungen, die wir nach Tarif zum Teil bezahlen dürfen, zum Beispiel in die Bibliotheken. Also Sie sehen, es gibt auch Weiterungen, die sich daraus ergeben. Und wir müssen darauf achten, da haben wir ja schon vor 2 Jahren ein Papier entwickelt, dass die Informationssicherheit noch viel stärker erarbeitet wird, dass es Awareness-Methoden entwickelt werden, damit jeder und jede in der Hochschule einfach auch weiß, dass wir die Sicherheit in allen Informationsbereichen, also nicht IT, also nicht die technische Sicherheit, die muss natürlich auch gewährleistet sein, sondern die Informationssicherheit gewährleistet ist. Sie sehen also, wir haben hier viele Forderungen gestellt und wir brauchen natürlich gute Rahmenbedingungen für die Umsetzung. Wie können wir dieses erreichen? Die grundsätzliche infrastrukturelle Situation, auch die Expertise ist vorhanden, aber punktuell, nicht in jeder Hochschule. Mein Ziel der digitalen Souveränität habe ich ja schon angesprochen. Und wir brauchen eben eine ganz neue Konzeption. Die Organisation gegebenenfalls der Ressourcen muss umgestaltet werden. Das heißt, wir brauchen Personal. Ja, ich weiß, die Hochschulen sagen immer, wir brauchen mehr Personal. Aber die Politik, und darauf richtet sich ja dieses Papier, die Politik muss einfach auch sich darüber im Klaren sein, dass nicht alles, was man digital macht, dann einfach viel billiger und einfacher geht. Das muss man einfach mal so klar sehen. Das heißt also, wir müssen hier eine neu denken und gestern wurde mehrfach angesprochen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, also nicht nur bei den Prüfungen, sondern wir brauchen neue Deputate, wir brauchen die Curricularnormwerte, die LVVO wurde mehrfach gestern angesprochen, die muss wirklich gut angegangen werden und wir brauchen klarere Bedingungen auch zum Datenschutz und des Urheberrechts. Wichtig ist, dass wir eben wirklich in die Bedeutung der Kooperation gehen und auf Länderebene oder zumindest in größeren Rahmen dort neu sehen, dass wir
zusammenarbeiten. Also wir sagen, es ist nicht nur Technologieentwicklung, wir sind in einem kulturellen Wandel behaftet. Jetzt möchte ich noch einmal kurz, und deswegen muss ich hier zurückspulen, auf diese den neuen Arbeitsschwerpunkt eingehen, mit dem ich gerade begonnen habe, im Zusammenhang mit dem Hochschulforum für Digitalisierung, dass wir hier sehen, und da danke ich dem Vortrag heute früh von Herrn Zimmermann, dass wir auch diesen Punkt neu bedenken müssen. Also das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist. Sie haben sehr schön diese Zeitstrahlen angegeben, was eigentlich schon hätte passiert sein müssen. Und das ist Hochschulleitung, und da muss ich mich durchaus mit einbeziehen, ist mir vor 2 Jahren auch nicht so bewusst gewesen. Klar, man macht die erste Webseite richtig, aber wir müssen hier ganz, ganz klar neu denken und an alle Menschen mit einer Beeinträchtigung, also auf die auch eingehen. Das heißt also, die Digitalisierung hört nicht auf, indem ich jetzt einfach neue Lehre mache, sondern ich muss weiterdenken, eben Gestaltung inklusiver Lehre und hier schauen, welche Möglichkeiten, welche technischen Möglichkeiten da möglich sein, dass man eben die verschiedenen Beeinträchtigungen, die sehr schön erklärt worden sind, mit berücksichtigt, ob ich jetzt Lehrveranstaltungen oder ob ich Lehrmaterial aufbereite. Und auch hier muss man sagen, klar, also wir sollen die neuen Barrieren vermeiden. Wir müssen dem gesetzlichen Auftrag gerecht werden. Und das ist etwas, was eben den wenigsten bewusst ist. Auch da haben wir gerade alle Hochschulen angeschrieben, dass da ja auch nachkontrolliert werden kann, dass also geguckt wird, was läuft denn bei Ihnen, wie weit sind Sie? Und wenn ich mich zurückversetze in die Situation als Hochschulleitung und sage, ne, noch was? Noch was müssen wir mehr machen? Wie können wir das denn alles tun? Und das kann eben nicht jede Hochschule für sich machen, sondern auch hier müssen wir ganz klar im Kooperativen arbeiten, und deswegen diese Arbeitsgruppe, die eben versucht, also Hinweise zu geben für die Hochschulen, damit was gemacht werden kann. Das ist der eine Punkt, ja, damit eben nicht jeder und jede was Neues erschaffen muss. Aber auch, wer innerhalb einer Hochschule muss darauf angesprochen werden. Ja? Das ist eben nicht nur die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die die Webseite macht, sondern wir müssen hier viele andere relevante Akteure mit einbeziehen. Und von daher denke ich, im kommenden Jahr, so haben wir es mit dem HFD uns vorgenommen, wollen wir etwas für die Hochschulen entwickeln, damit wir hier doch nochmal ganz anders arbeiten. Und dazu auch das ist mal wieder, ja, brauchen wir schon wieder mehr Gelder. Aber so ist es eben. Wenn Forderungen an Hochschulen gestellt werden, dann kann es nicht sein, dass immer nur das on top kommt, sondern dann muss auch diese Forderungen unterstützt werden können und entsprechend muss die Möglichkeit gegeben sein. Und von daher danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Groß, für den Vortrag. Ich bringe ein paar Fragen mit. Ja. Und wir haben tatsächlich noch entspannt Zeit. Insofern können wir da in aller Ruhe drauf eingehen. Das hoffe ich sehr. Eine Frage bringe ich direkt aus dem Raum mit. Herr Zimmermann sitzt noch hier, den Sie vorhin ja auch gehört haben im Vortrag. Und da hatten wir in der Q&A auch schon das Thema Untertitel von der technischen Seite her diskutiert, ob das live möglich ist. Herr Zimmermann hat mir gerade ins Ohr geflüstert, während wir zugehört haben, dass er mal durchgerechnet hat, dass ich glaube aktuell 1 Minute 4 Cent kostet in den Untertitel, und wenn er die Zahl gesehen hat, die Sie hier auf dem Slide hatten mit der Pauschale, dass das eigentlich schon die komplette Pauschale auffressen würde. Haben Sie da ein spezielles Augenmerk drauf? Wird das vielleicht bald günstiger? Können Sie da nochmal nachschieben? Wie ist das Thema da? Also ich habe ja gesagt, dass wir da gerade erst angefangen haben. Das heißt, wir haben die erste Sitzung gehabt und wir werden uns jetzt auf verschiedene Punkte fokussieren. Aber ich werde diese Frage mitnehmen und dann müssen wir einfach auch gucken, was da möglich ist oder welche anderen neuen technischen Möglichkeiten sich entwickeln. Also da bin ich noch, wie gesagt, ganz am Anfang. Aber ich hoffe, dass wir dann Sie, und ich werde Sie auch mit einladen, Ihre Expertise mit einbeziehen können.
Im besten Falle kommt Ihnen da zugute, dass tatsächlich das ein Bereich ist, der sich rasant entwickelt und die Preise hoffentlich bald auch nochmal purzeln. Ich komme auf die Fragen im Chat zu sprechen. Auch einfach mal ohne einen roten Faden durch die Fragen durchgehend. Jelle Haus hat geschrieben, gibt es denn Reaktionen aus der Politik auf die HRK-Forderung einer Digitalisierungspauschale? Sind ja gerade so in der Übergangsphase. Wer reagiert denn oder wer... Noch haben wir das nicht, aber deswegen war es uns so wichtig, diese Entschließung auch im Juni schon auf den Weg zu bringen, damit wir das alleine schon in die Programme für die Wahlen mit reinbringen konnten und jetzt auch natürlich in die Koalition. Verhandlungen. Wir haben natürlich verschiedene Kanäle, wo wir dann die Personen ansprechen und ich hoffe, es vielleicht hat einen Widerhall. Ohne Zuschreibung oder auch ohne vertrauliches preiszugeben, aber wie sind denn da die Reaktionen drauf? Noch haben wir keine besonderen Reaktionen bekommen. Die sind alle noch beschäftigt, das kann man ja verstehen, aber ich weiß schon, wen ich ansprechen muss. Das ist gut. Gibt es denn, das war die Frage, die wir gerade hatten, können Sie noch weiter ausführen, wie Sie die Übereinkunft zwischen Bund und Ländern zu dem Thema sehen? Also das wird ein hartes Brett zu bohren sein, weil natürlich der Bund auf der einen Seite die Kooperation und die Kofinanzierung mit den Ländern verlangt und dann, wir haben es ja in anderen Bereichen gesehen, die Länder dann wieder nicht sich in die Karten schauen lassen wollen und da hoffe ich sehr, dass die Vernunft mittlerweile einkehrt, dass wir nicht weiter uns da zurückhalten müssen. Da sind wir aus den Hochschulen auch immer in unsere jeweiligen Ländervertretungen dabei zu sagen, komm, macht mit. Ich meine, wenn ich an die BAföG-Novelle denke und als der Bund gesagt hat, wir übernehmen alle BAföG-Zahlungen, was haben die Länder gemacht? Einige Länder, muss sagen, in Berlin hatten wir Glück. Damals Frau Scheres hat gesagt, das kommt in den extra Topf und geht nur für die Sanierung von Schulen und Hochschulen raus, aber andere Länder haben es einfach eingesackt und das darf nicht mehr passieren. Also da muss der Bund auch ganz klar sagen und wenn ihr das Geld bekommt, dann wollen wir auch sehen, dass ihr es in den richtigen Kanälen ausgibt. Das ist aber auch ein erheblich schwereres Brett, was zu bohren ist. Von politischen Prozessen kommen wir zu rechtlichen Prozessen. Haben Sie Vorschläge, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sinnvoll angegangen werden könnten? Welche rechtlichen? Welche? Das wurde vor 7 Minuten gefragt. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, was Sie da gerade angesprochen haben. Nein, da hatte ich ja alle eigentlich rechtlichen. Okay, alle. Wir haben ja einmal das Tarifrecht in Bezug auf Personal. Ich denke, mit Urheberrecht sind wir ja in der HRK gut dabei, dass wir versucht haben, diesen Passus im Gesetz beizubehalten, dass die Lehrenden gewissen Anteil von Materialien in ihren Vorlesungen benutzen dürfen. Das wird aber ein Streit sein, der noch weiter laufen wird vermutlich, weil es eben gewisse Kreise gibt, die das aufbrechen wollen. Da hoffe ich, dass die Grünen und die SPD die FDP überstimmen, denn die sind da etwas auf einem anderen Weg. Also das ist für die Wissenschaft ein ganz wichtiger Punkt. Was waren noch die anderen rechtlichen Bedingungen? Urheberrecht, Datenschutz, gut. Da muss auch noch mal dran gearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass alles unter Datenschutz verschwindet, das dürfen wir alles nicht machen, das sagen wir Lehrenden manchmal und dann gibt jeder seine Daten freiwillig überall hin raus. Das wird beim Prüfungsrecht ein Problem sein, wenn wir Online-Prüfungen machen, wie gehen wir damit um? Also da gibt es aus Bayern so die ersten Entwürfe, aber das ist noch nicht in allen Bundesländern vorhanden. Also Prüfungsrecht wird, Online-Prüfungsrecht sozusagen, wird noch eine Herausforderung sein. Okay, also ist ein recht weit gefächertes Thema und manches ist erst noch auch mittelfristig anzugehen. Das waren die Fragen, die im Chat vorhanden waren. Ja, vielleicht gerade wenn ich jetzt an diese Prüfungssituation denke, dann weiß ich ja, dass viele immer Angst haben, die Studierenden schreiben dann ab, wenn wir das alles online machen. Ich kann ja vielleicht mal erzählen, wie es im Sommer, da hatte ich für einen Kollegen die Vorlesung übernommen, im Freisemester war und wir haben das über Moodle gemacht. Ich habe keine Kamera angelassen. Ich habe allerdings Blogs von Fragen zu Themen gemacht und die wurden dann per Zufall zugeteilt, auch die Antworten immer wieder gemischt, je nachdem. Und ich habe den Studierenden gesagt, wissen Sie,
Wenn Sie betrügen wollen, das ist Ihr Problem. Das ist nicht mein Problem, weil Sie sollen und wollen ja was lernen. Sie wollen ja weiterkommen. Und ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass der Verteilungsmodus der Noten sich anders ergeben hat. Und das haben viele meiner Kolleginnen und Kollegen gesagt als vorher. Also wir haben vorher Schreiben ab und jeder von uns hat mal irgendwo bei Prüfungen abgeschrieben und das wird auch weiter so sein. Aber im Großen und Ganzen sind die Studierenden da auch haben Interesse. Und vielleicht einen anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil vorhin, als Herr Viada gesprochen hat, hat er über die Lehre und die Bedeutung der Lehre gesprochen. Und da kann ich nur sagen, vielleicht sollten sich Universitäten an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ein Beispiel nehmen. Bei uns ist es ganz klar so, dass bei den Berufungen, die muss ja nicht nur ein wissenschaftlicher Vortrag, sondern eine Probevorlesung gehalten werden, die von Studierenden bewertet wird. Das hat einen sehr großen Einfluss auf nachher die Entscheidung, wo geht es hin. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist aber, dass es auch bei den Zulagen in meinen Augen, und ich habe das als Präsidentin auch so praktiziert, mit der Unterstützung der Lehrenden und der anderen Professoren, dass ein wesentlicher Punkt erfüllt sein muss, ob es überhaupt eine Zulage gibt im Bereich Lehre, wenn die Lehrevaluation einfach auch gut ist. Und das, denke ich, da kann man viel machen und man muss es nur wollen. Man muss es einfach nur wollen. Und mir ist ein bisschen, hat es gefehlt heute früh, dass wer sollte denn da noch mit dabei sein? Und ich sage, wer wirklich auch Lehre und gute Lehre mitbeurteilt, sind die Studierenden. Also wir müssen in diesem Punkt auch die Studierenden immer mit einbeziehen. Das war eine tatsächlich wirklich lebhafte Diskussion, die da im Chat zu verfolgen war. Also danke, dass Sie da nochmal Bezug drauf genommen haben. Wunderbares Beispiel. Das hätte da hervorragend gepasst. Und dass die Studierenden mehr einzubeziehen sind, habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den Gesprächen auf der Mainstage gestern auch, wenn es um die Bewertung geht, aber auch um die Gestaltung von Räumen, von Konzepten, dass man da wirklich customer-centric denkt oder eben studierenden-zentristisch. Genau. Wunderbar. Ich glaube, wir haben tatsächlich die Zeit bestens gefüllt. Das heißt, es ist gleich Zeit für eine kleine Pause. Vorher sage ich nochmal vielen Dank, dass Sie hier auf der Bühne waren und wünsche noch viel Freude bei der Online-Teilnahme. Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Tschüss. Tschüss. Und,